Vorteil gehabt, dass ich die meisten Sachen am Anfang hatte, deshalb. Schicken. Okay. Ich bleib nichts anderes übrig, noch die anderen beiden zu suchen. Ich glaube, wer noch fehlen tut, ist Shuffle LP und Table Tennis Gamer. Die beiden fehlen noch. Und, oh ja, da wird alles angezündet jetzt gerade irgendwie. Da ist auch ein Skelett gespawnt, kann das sein? Oder soll das für mich sein? Das kann auch sein. Oh, ich habe jetzt genug Nahrung, ich kann jetzt reinhauen ohne Ende. Oder ist das jetzt auch falsch, wo ich hier lang gehe? Ich kapiere nicht, was sie mir sagen wollen. Da hinten läuft, glaube ich, einer. Nee. Oh, oh Mann. Ich glaube, jetzt muss doch erstmal hier in die Richtung ein bisschen nach hinten. Guck gerade mal, ob hier noch einer durch hinten ist, streift. Ich gehe mal in Richtung der Zwillingstürme, mal einfach so just for fun. Und guck da mal ein bisschen. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss gleich niesen, wäre auch ein bisschen ungesund. Puh, oh je. Ich müsste gerade mal was gucken. Hey. Und zwar bei. War das denn gewesen? Nee, bei Fraps, weil ich das aufnehme. Okay, Mikrofon mit aufgenommen. Ich dachte, das ist eine Aufnahme, weil ich einen Trailer aufgenommen habe, weil ich gleich ohne Ton. So, es muss wieder da sein, halt mit den Schnipseln muss man gucken. Ich glaube, das werde ich richtig noch wieder hinkriegen. Wenn ich Vollbild wächst oder sowas, na, dann stoppt doch die Aufnahme, wird neu aufgenommen und so weiter und so fort. Nee, kann ich auch nicht hoch. Hier ist irgendwie keiner mehr. Ich suche jemanden. Ich gehe einfach mal ganz geschmeidig nach hier hinten und guck da mal in diesen großen Tempel da rein. Oder was das sein soll. Achso, ja, okay. Und guck mal, ob da noch irgendwas gibt. Vielleicht eine Art Kistenmäßiges oder so. Sollte ich sprinten? Ach komm, ich habe genug Nahrung. Ich kann immer sprinten. So. For the faster. Bewegung. Und. Gut, hier geht's durch. War ich noch nicht drin. Keine Ahnung, ob es hier was gibt. Aber richtig geil gemacht, jedenfalls die Map. Ohne Witz. Joa. Ansonsten halt gucken, wo gibt's denn eventuell irgendwas? Ich weiß nicht, ich will doch einen Gegner haben. Also hier sieht's ein bisschen eng aus. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele Kisten. Ich kann einfach jetzt noch durchdüsen. Und gucken, ob ich jemand anderes finde. Puh, hier haben wir jedenfalls erstmal keinen mehr. Shuffle und TT gemacht. Zwei Leute. Oben fliegen sie noch. Glaube ich. Position zu wissen wäre jetzt gut, aber... Eieiei. Wir nehmen noch gar nicht so lange auf. Das ist gerade mal jetzt 40 Minuten knapp, wo wir drehen. Gerade mal mehr als zwei Parts etwas. Vorne brennt noch alles. Ich gehe mal hier ein bisschen entlang. Man weiß ja nie. Ich könnte mal zur Kirche gucken. Ich könnte mir alles angucken, aber darum geht's ja nicht. Ich will doch einen Typen finden. Da, nach unten gefallen. Ich bin gegen den Zaun gesprungen, verdammt. Zum Glück kann man hier hochklettern dann. So. Verdammt, die Map ist zu groß. Wir hätten sie doch ein bisschen kleiner machen sollen. Und ich sehe da oben nichts. Ich glaube, ich bleib am Spawn. Das ist im Endeffekt die beste Lösung. Also wenn man dann auf Player-Kontakt aus ist. Ich meine, ich habe jetzt genug Sachen. Ich muss jetzt eigentlich nur noch drauf gehen. Okay. Findet ihr keinen? Schade. Um die Ecke, vielleicht haben wir in den Häusern irgendwo drin. Ich glaube, hier könnten vielleicht ein paar mehr Kisten oder so sein. Warum auch nicht. Ich gehe einfach mal durchgucken, ein paar Häuser rein. So. Hier vielleicht war es. Nee, ja nicht. Schade. Oh, kannst du ja nicht. Puh. Guck mal, nee, nix. Was haben denn hier? Do not knock, enter on any way disturb me. Okay, auf keinen Fall reingehen. Das heißt, wir gehen mal rein. Wenn auf keinen Fall reingehen sollte, dann geht man mal da rein. Kommt da was? Nee, kommt nix. Solange es nicht alles in die Luft fliegt. Habt ihr gerade was gehört? Oder war ich das selber?
Hier nach oben. Jo. Da sind Bettchen. Und ein Spinnenfaden, wo ich gerade reingetappt bin. Ah nee, komm, häng ich jetzt fest. Das geht so leicht nicht. Nö, hier ist nichts Besonderes mehr. Ach, die Spinnenfäden. Darf ich ja nicht abbauen, gell? Ich darf ja nur Blätter und Pilze zerstören und Lianen. Gehe ich doch wieder runter. Das war hier. Und, man muss durch Spinnennetz, okay. Gab's dann doch nichts so Spezielles? Da sehe ich Goldblöcke. Gehe ich auch mal rein. Der Typ war ziemlich krank mit Redstone. Ich fürchte, dass er etwas Ärger zu der Stadt gebracht hat. Ich habe das Gold geklaut von der Bank und habe einen Bunker für zum Schutz gebaut. Er hat seine größte Sache unten hier verstaut. Okay. Fackeln unter anderem platzieren darf ich ja. Okay. Dann hab's nochmal mit Feindsuns von my Items on one other. Okay, da draufstehen. Was passiert dann? Ah, eine Kiste. Was? Oh, Steinschwert. Och, komm. Kann ich jetzt nicht mitnehmen. Schade. Aber wieder so ein kleines Rätsel hier drin. Ist echt genial gemacht, ohne Witz. So, dann. Ne, ich glaube, hier dürfte nicht mehr allzu viel sein. Müsste auch schon gewesen sein. Ich muss nochmal ganz kurz muten wegen Husterchen. Warte Sekunde. Moment, steh ich ja sicher. Gut, gucken wir mal. Geht's wieder raus? Genau. So, ich bin gespannt auf die nächste Konferenz. Also Shuffle und Table Tennis Gamer, wer ist noch alles drin? Ich frage einfach mal. Oder nee, frage ich erstmal nicht. Ich gucke mal die ganzen Häuser durch, hier finden wir bestimmt so ein paar Sachen. Toppe de Bootshaus, ich glaube meine Tür ist. Hier war noch keiner drin, weil die Tür noch offen geblieben ist. Vielleicht mit einem Buttondruck hier irgendwie, dass eine Tür aufgeht. Nee. Ach so, oder kann man nur von da raus? Ah, nee, da Buttondruck. Wenn man drin ist, okay, ich will nicht so einfach reingehen. Erstmal. Oh. Oh, erschreckt mich nicht so. Furchtbar. War gerade voll erschrocken. Kiste mit einer Melone. Die ich gerade nicht essen kann. Ich glaube, ich tue mal Sachen raus, die ich mehr brauche. Steinschwert kommt raus. Das brauche ich hier drin eh nicht mehr. Die ganzen Bowls. Ne, kommt vielleicht für Mushroom Stew oder so aus einer Art. Ah ne, hier ist Mushroom Stew und das sind Bowls. Ich glaube, brauche ich auch nicht mehr. Ja, Shuffle P Table Game, Tennis Gamer. Wir drei, glaube ich, noch. Komm, das kommt mal weg hier. Angelrute behalte ich nochmal. Strings brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Okay. Zombiefleisch werde ich auch niemals essen, kommt raus. Ich habe hier 9, da 25 Brote hier. Oh Gott. Fackeln tue ich auch erstmal wieder zurück. Die Rüstung, komm, behalte ich erst nochmal. Jo. Dann kann ich die Melone wieder einsacken und dann gucke ich nochmal. Okay, wie gesagt, wir drei noch und dann, ja, das Problem ist halt erstmal zu finden auf der riesen Map. Da. Lass mich raus. Und wo sind die anderen? Alles zu groß hier. Ich gucke ganz die Häuser durch, vielleicht sind die anderen. Also, wenn es so ist, dann wir werden nach einer gewissen Zeit aufeinander zugepusht. Hat noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ungefähr 10 Minuten. In 10 Minuten wird es so sein, dass wir dann angefangen wird, uns aufeinander zuzupuschen. Und meine Stimme, ich bin gerade ein bisschen erkältet im Moment. Ich guck nochmal. Oben fliegt einer. Down for life. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Das ist das Problem. Ja, Hier vorne gibt's was Lustiges. Das kann ich einfach mal ausprobieren jetzt. Der Spielbild ist auch genial gemacht, finde ich. Jedenfalls, wir haben ja noch die Tankstelle hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich glaube, das ist weiter hier hinten. Am Startpunkt liegt der Reichtum. Okay, das sagt doch schon einiges. Startpunkt, auf geht's. Da ist Shuffle. Und den hole ich mir jetzt.
Macht mal Platz, ihr beiden. Yay, gekriegt. Bogen und alles mögliche hat er auch drin gehabt. Und, oh je, mein Gott. So, Diamant. Ach komm, brauche ich da gar nicht. Glycerin Melons, was soll ich mit Glycerin Melons? Die kann man nicht mal essen. Brot. Oder kann man die essen? Diamanten. Ach so, zum Craften dann wahrscheinlich für sich selbst irgendwas. Kuhleder kommt raus. Komm, sammle ich Diamanten dafür ein. Hey, every day I'm shuffling. Pfeile, gut. Muss jetzt gucken wegen Ausrüstung. Bogen vielleicht nicht mehr. Nee, komm, brauche ich gar nicht. Sind zur Sicherheit. TT-Gamer fehlt noch. Wir sind die Letzten. Wo ist der? Ich glaube, Glycerin Melons kannst du gar nicht gebrauchen, gell? Das sind auch Glycerin Melons. Das braucht man die. Ich glaube, ich schmeiß noch mal ein paar Bowls raus. Und, jetzt habe ich einen Bogen eingesammelt, verdammt. Wo ist er? Ich würde gerne was mit Bogen und Pfeilen machen, jetzt wo ich genug Zeug habe. Hängen noch ein paar Lianen dran, dass man hochklettern kann. Nee, hängen nicht. Schade. Es läuft gerade ziemlich gut. Ja. Eieiei. So, Table Tennis Gamer suchen. Ich glaube, der ist ja mitbekommen wegen Spawn und so, dass man da mal hingeht, dass er vielleicht auch kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er ja. Vielleicht auch nicht. Ist so eine Sache. Fällt mir hier runter, auch bei Schiff? Ja, fällt mir. Das macht nichts. Okay. Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Komm schon. Finde ich so leicht hier nicht, so wie es aussieht. Ach ja, Achtung, kurz noch Mikrofon mute nochmal. Ist ein bisschen knistern oder ähnliches. Ich will ja schon raus und rauschen raus, aber muss jetzt extremer gewesen sein. Der ist doch sehr verdächtig da oben, wie der guckt. Vielleicht ist er hier hinten. Oder auch nicht. Ich guck einfach nochmal hier. Oder ob es irgendwas ist oder ob es da einen gibt. Anfang war so full concentrated irgendwie. Habe ich kaum was geredet. Weiß noch die ersten Sekunden. Puh, hier kann man hochklettern, gell? Jo, geht sogar schneller als außenrum. Wenn ich jetzt einer runterfalle. Wenn ich runterfalle, dann halt ein Problem. Kiste, okay, die ist schon leer, da war schon jemand vor mir drin. Drin oder dran. Ja, der TT-Game, wo waren wir den denn? Der fehlt noch. Boom. Gut, das habe ich auch hingekriegt, den Jump. Den auch noch, ohne runterzufallen. Vorsichtig, nicht zu weit. Gut. Essen. Ja, wo haben wir den denn? Ich habe hier oben einen richtig guten Überblick. Ich glaube, ich bleib hier erstmal für ein Weilchen. So eine Sekunde und gucke mal. Ne, das ist Schaffel. Ich bald erstmal einfach Überblick. So. Was anderes bleibt uns da nicht übrig. Die Kisten. Hey, die Kisten zerstört da unten. Warum ist der Stein? Irgendwo alles, was sich bewegt, mit einem anvisiert. Ich kann natürlich hier oben sehr gut gesehen werden, ne? So ist es ja nicht. Es wird wieder dunkel. Nee, da ist er nicht. Er ist überhaupt noch online oder im Spiel. Okay. Hasen schon wieder raus. Achtung, Huster, mute. Muss eben gerade mal sein, sorry. Irgendwie so komisch. Ja. Auf Spawn aufhalten wäre jetzt eigentlich schon fast das Schlauste.
Oh je, oh je. Nein! Wupp, egal. Das werde ich überleben. Gehe ich nochmal runter. Gehe ich nochmal rein. Jo. Ach ne, ich bin immer noch zu hoch. Okay. Verdammt. Kommt nie raus? Doch, hier geht's raus. Ah je, yeah, wo ist denn die? Ich kann jetzt nicht viel sagen. Ich halt jetzt PvP Battle und ich such den. Also sowas wie Gesprächsteam wie Let's Plays gibt's jetzt gerade mal nicht. Ausnahmsweise. Muss gucken. Wo ist er hin? Ah, Kisten sind jetzt wieder da. Haben die wieder neu reingestellt? Das ist eine Option. Oder auch nicht. Nee, ist nicht leer. Ups. Doch, hier sind Eisen-Dinger drin. Aber ich glaube, die halten auch nicht so viel aus. Was könnte ich raus? Kommst du mal Kohle raus? Nimm mal hier die Dinger mit. So. Und, ach, hier liegt noch Zeug rum. Ah, okay. Ich glaube, da drüber was aufgesammelt. Nee, wird nicht aufgesammelt. Also, ich habe ja schon das meiste oder alles. Wow. Was wird das denn? Ach so. Oh. Wow, ich habe ihn gar nicht gesehen. Haha, okay. Damit ist das auch schon beendet worden. Jo. Das wäre es dann gewesen. Ich gehe da mal in den Chat mit rein. Oder in Konfi mit rein, den Anruf. Jo. Am Schluss habe ich gar nicht gesehen. Es kam eiskalt von hinten. Respawn. Ich kann gar nicht respawnen. Woran liegt denn das? Dingen, oder kann man das so machen? Epische Explosionsfalten im Nachhinein. Alter, wer hat denn hier das Ganze abgehockt? So, das waren dann die Hunger Games und ich hoffe mal, das Ganze hat euch einigermaßen gefallen. Wie man jetzt gerade sieht, ist einiges hier kaputt gegangen dabei. Mittlerweile sind alle vom Server runter und ich wollte nochmal ganz kurz mich denn verabschieden. Was ich noch gerne wünschen würde, wäre etwas Feedback bezüglich des ganzen Projektes. Wir haben uns gedacht, das hat eigentlich so viel Spaß gemacht, dass wir demnächst gleich nochmal was zusammen machen. Müssen wir nochmal schauen und abplanen. Ihr könnt uns gerne, wie gesagt, dann das Feedback hinterlassen, Form von Kommentaren, überall. Schaut auch mal bei den anderen hinein, was die dann so aus ihrer Sicht gesehen haben, wie es denen so ergangen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht bei einem nächsten Projekt und ich schmeiße dann noch ein paar Katzen durch die Gegend, die dann so langsam explodieren. Aber irgendwie keinen Schaden richten. Na egal, okay. Dann war es das von diesem Projekt. Wir sehen uns irgendwann später mal in dem nächsten Video oder was auch immer. Und tschüssen, auf Wiedersehen.